Leute, willkommen hier wieder zurück zu Let's Play EP9. Ja, ich hinke momentan ein bisschen hinterher, aber wird sich wieder ändern. Ich nehme jetzt zwei Parts auf und 10 Minuten wird jeder werden und ja. Hatte viel zu tun mit meiner Facebook-Gruppe und so. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben diesen Markt hier noch gebaut. Und ich hatte Shop-Modelle bekommen. Und ja. Ich baue dann mal weiter. Zwar kommen diese zwei Häuser noch hier vorne hin. Einmal. Zweimal. Habe jetzt auch die Landstraße zur Verfügung. Ja, ihr könnt auch in die IP-Gemeinde kommen. Die gibt's auch auf Facebook, bin ich jetzt auch drin, sowie in der Gruppe IP Bilder von IP 4.0 bis 9.0. Okay, in diesen Gruppen bin ich nicht so vielfältig beschäftigt, aber ja, einmal am Tag stelle ich schon was rein. Bin vielfältig auf meiner Gruppe, und zwar heißt die BR650 und 400 und ET440. Das heißt, dort werden Infos und Bilder hochgeladen zu Video, zu den Regenschüttelbaureihe 650 von Stadler und ja, der Baureihe ET440 von der Agilis zum Beispiel, oder der wie heißt es wieder, Nordwestbahn. Ja, hier dieses Haus baue ich jetzt hier mal einfach hin. Da kommt Flachgötter vor die Tür. Und das nehme ich durch. Ich nehme jetzt mal ein anderes. Ja, wie gesagt, die Aufnahmen habe ich ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Wie gesagt, hatte wenig Zeit und ohne Zeit ist halt schlecht. Es werden jetzt mal zwei Parts kommen. Den seht ihr, wenn ihr ihn am Anfang gleich seht, am Sonntag, und den nächsten dann am Dienstag bzw. Mittwoch. Ich muss jetzt auch nichts für die Schule tun, weil ich Sportwoche habe. Von dem her habe ich eigentlich Zeit da und könnte aufnehmen. Ich muss auch noch Let's Show Part 21 hochladen. Ich bin schon ziemlich weit im Let's Show Bayreuth, aber habe halt noch nicht alles hochgeladen. Ein bisschen was muss ich noch hochladen, also die nächsten 2-3 Parts sind sicher, was ich schon aufgenommen habe, und die nächsten muss ich halt dann demnächst mal aufnehmen. Das nehme ich offscreen auf, also nicht aktuellen Tag vorher oder so, wie das jetzt. So. Dann hier mal wieder ein bisschen
Pflastersteine vor der Garage. Könnte ich hier drunter eigentlich auch machen, dann könnte ich die Flachbretter weglassen. Ja, das mache ich auch. Lasse ich auch so. Und hier rund ums Haus kann man auch so einen Weg machen. Heute wieder mit Headset. Ja, falls jemand interessieren sollte, müsste man aber auch raushören. So. Also, die Fliesen sehen nicht so schön aus. Ich glaube, wenn man das anstatt eins hoch, eins runter macht, sieht's besser aus. Oder? Finde ich schon. So, ja. Wo mache ich jetzt weiter? Meine Häuser sind jetzt wieder alle weg. Wie gesagt, hier die Parkplätze, was mich sehr ärgert. Und zwar, ich schau mal, ob ich die CD drin habe. Ja. Ich zeig's euch mal direkt. Zwar die Shop-Modelle, was ich gekauft hatte. Ich habe nur jetzt die CD schnell eingelegt. Mal sehen, mit welchem Internet sich das jetzt öffnet. Ich habe ja mehrere oben. Safari, Opera und Chrome. Und das war schon offen. Okay, also diese Modelle hier habe ich, die letzten, die vorletzten auch, die ersten, das zweite und das dritte. Aber das hier, wo steht Linien und Zebrastreifen-Set, das habe ich komischerweise nicht drinnen. Das kann ich so oft installieren. Und wie ich will, ich mache das jetzt einfach nochmal. Weiß gar nicht, wie das in dem Internet vor sich geht. Ich mache das in meinem Opera. Ja, aber hab ich eh schon runtergeladen. Ich installiere es jetzt nochmal. Habe ich bestimmt schon dreimal gemacht. Installiere. Okay. So, und jetzt suche ich das mal im Trendshop. Ich weiß, es ist jetzt nicht spannend für euch, aber ich mache das jetzt mal in der Aufnahme. Muss jetzt nicht funktionieren. Einsetzen und suchen. So, hier haben wir es auch. Und zwar steht hier auch nicht dabei, wo man diese Modelle findet. Hier steht nur der Lieferumfang und dann dieses Terra hier. Was das bedeuten soll, kann ich nicht sagen. Und ab Epoche 3, das habe ich ja alles. Ich habe ja die aktuellste Version. 2010 ist es schon. PS3. Auf jeden Fall steht hier auch ab EP7, also nicht von für 7 und 8. Also ich müsste sie eigentlich drin haben. Aber ist leider nicht so. Also hier wäre es schön mit den Parkplätzen und so.
Und der Sportplatz hier wunderschön. Das aus. Ja, kann man nichts machen. So Leute, ich nein, nur bleiben. Ich speichere jetzt und scanne die Modelle. Dabei mache ich einen Schnitt ins Video. Wir sehen uns wieder im nächsten Part für euch am Dienstag bzw. Mittwoch werden wir sehen. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.